So, in genau 2 Wochen wissen wir, wer künftig im Kanzlerdienstwagen sitzen wird. Die Bundestagswahl steht vor der Tür, was viele aber nicht wissen. Längst nicht nur Politiker und Firmenbosse haben Dienstwagen. Jeder dritte, manche sagen sogar jeder zweite deutsche Neuwagen, ist mittlerweile offiziell ein Dienstwagen. Und wenn Sie jetzt denken, ich habe ja keinen, geht mich nichts an, dann täuschen Sie sich, denn das Ganze kostet uns Steuerzahler Milliarden, Jahr für Jahr. Und so funktioniert das bislang. Arbeitgeber und Mitarbeiter schließen einen Deal. Normalerweise kriegt der Mitarbeiter einen Lohn, für den der Arbeitgeber Sozialabgaben zahlen müsste und der Mitarbeiter dann entsprechend Lohnsteuer. Jetzt aber vereinbaren die beiden, einen Teil des Lohns zahlt der Arbeitgeber in Form des Dienstwagens aus und den darf der Mitarbeiter ganz normal im Alltag nutzen als sein Auto. Damit spart sich der Arbeitgeber Sozialabgaben auf diesen Teil des Gehalts und der Mitarbeiter darf die Privatnutzung des Autos pauschal und günstig versteuern, spart also auch. Das ist ein Geschäft von Zweien zulasten eines Dritten, nämlich uns Steuerzahler. Die Frage aber ist, wollen die Parteien daran etwas ändern oder legt sich keiner mit der Autoindustrie und den Dienstwagenbesitzern an? Daniela Ulrich fährt ein Statussymbol, findet sie. Statt eines Dienstwagens darf es für sie ein Dienstfahrrad sein. Auch für viele ihrer Kollegen beim Freiburger Energieversorger Badenova. Wie beim Dienstwagen als Teil ihres Gehalts. Das ist auch finanziell attraktiv. Gerade die Kollegen, die jetzt dieses Modell in Anspruch genommen haben, sind fast alles Kollegen, die noch nicht Fahrrad gefahren sind. Und die das einfach auch so als Anstoß genommen haben, jetzt einzusteigen, sich auch erkundigt haben und auch entsprechend gute Fahrräder gekauft haben. Denn die neuen Dienstfahrräder genießen einen Steuervorteil. Seit neuestem den gleichen wie Dienstwagen. Privat gekauft käme dasselbe Rad deutlich teurer. Deshalb haben sich viele gleich ihr Traumfahrrad gegönnt. Das motiviert wie ein Dienstwagen, in Freiburg zumindest. Man merkt im Bekannten- oder Freundeskreis, dass sie sind eher neidisch, dass es bei uns so ein System gibt. Und sie sagen, wie kann man das auch bei uns machen? Die wollen eher ein Fahrrad als eine S-Klasse. Aber das ist, glaube ich, sehr Freiburg-spezifisch. So ein Dienstrad sticht zumindest hier das Auto aus. Anderswo steht die Dienstkarosse als Anerkennung für Mitarbeiter höher im Kurs. Denn Dienstfahrzeuge sind hierzulande steuerlich sehr lukrativ für die Mitarbeiter. Wer das Dienstfahrzeug auch privat nutzt, muss lediglich 1% des Listenpreises zusätzlich versteuern. Das lohnt sich. Für ein 40.000 Euro Dienstauto 400 Euro im Monat. Für viele Dienstwagenfahrer ist das alles an Kosten. Würde das Auto als Gehalt ausgezahlt, Cash, wären weit mehr Steuern fällig. Gegner der 1%-Regel sprechen von Milliardenverlusten für den Staat. Von dem Dienstwagenprivileg profitiert eine kleine Bevölkerungsschicht, die eigentlich sowieso tendenziell recht gut situiert ist. Und die breite Masse muss es eben in Form von ihren Steuern mitfinanzieren, was an anderer Stelle an Steuereinnahmen fehlt. Wenn man es zuspitzen möchte, könnte man sagen, die Krankenschwester subventioniert den Dienstwagen vom Chefarzt mit. Und das sind eben oft teurere, größere Modelle, weil sie repräsentativer sind und sich nach dieser Steuerregel besonders lohnen. Gerade diese Oberklasse-Autos werden in Deutschland gebaut. 60% der Autowerker sind damit beschäftigt. Wenn Sie dann noch den hohen Marktanteil deutscher Automobile im Firmenwagensegment sehen, ist automatisch klar, dass ein Drehen an der Steuerschraube beim Firmenwagen direkt Auswirkungen auf die deutschen Beschäftigungen, die deutschen Standorte haben muss. Was sagen die Parteien eigentlich dazu? Wir wollten vor der Bundestagswahl wissen, bleibt die Dienstwagensteuer wie sie ist? Was ist mit der Gerechtigkeit? Antwort 1, die aktuelle Regierung. Die CDU. An der 1% Pauschalsteuer will die Partei nicht rütteln. Die sei praktikabel und diene der Steuervereinfachung. Auch der Koalitionspartner FDP will die Steuer nicht verschärfen. Angestellte mit Mittelklasse-Dienstwagen, die auf ihr Auto angewiesen sind, wolle man nicht zusätzlich belasten. Damit kommen aber auch die hochbezahlten Führungskräfte mit ihren Luxuslimousinen davon. Es sei denn, sie werden gezielt erfasst. Eine Möglichkeit wäre, steigende Steuern
für hohen CO2-Ausstoß. Wenn man in andere europäische Länder schaut, dann sieht man eben, dass wir in Deutschland dabei weit nicht Vorreiter sind, sondern eher hinterherhinken. Es gibt viele Länder, Großbritannien, Frankreich, Belgien etc., die eben zum Beispiel CO2 als Bemessungsgrundlage auch mit einbezogen haben bei den Dienst- und Firmenwagen. In Deutschland ist das unnötig, sagt die Autoindustrie. Firmenwagenflotten würden inzwischen schon von sich aus auf bessere Verbrauchs- und CO2-Werte achten. Den Grünen reicht diese Zusage nicht. Ist der CO2-Wert zu hoch, soll der Wagen steuerlich schlechter gestellt werden, genauso wie bei Luxusjachten. Die 1%-Pauschale soll aber bleiben. Die SPD will die 1%-Pauschale auch nicht abschaffen. Aber auch über Detailregelungen ein bisschen zum Spritsparen anregen, bei großen Autos zumindest. Und die Linke? Die bläst fast ins gleiche Horn. Mehr Steuergerechtigkeit durch Belastung verbrauchsstarker Dienstwagen. Fazit: Nur Luxusfahren in der Oberklasse soll sich verteuern, sagt die Opposition. Die pauschale 1% Dienstwagensteuer aber greift in Berlin niemand an. Staatlich geförderte Privatfahrten für Privilegierte wird es also auch in Zukunft geben. Immerhin, die Steuerregelung fördert nun auch umweltbewusstere Fahrzeuge. Die Badenova-Radler in Freiburg jedenfalls freuen sich über ihr spezielles Mitarbeitervertragsmodell. Das könnte irgendwann vielleicht auch Führungskräfte ködern. Zum Beispiel zu sagen, für junge Ingenieure, die hierher kommen und denen sagt man dann, also gut, ein Teil deines Gehaltes ist einfach ein Dienstfahrrad. Dann muss er nicht mal die Leasingraten übernehmen, sondern mir bezahlt es wie beim Dienstwagen. Spätestens dann hätte das Fahrrad das Auto eingeholt. Allerdings auch auf Kosten der Allgemeinheit.